Wir wünschen uns von PowerTM auch in der Zukunft einen bunten Markt und eine gesunde Wettbewerbsstruktur und nicht, dass Telekommunikation am Ende nur noch von einem in Deutschland geliefert wird. Dass der VATM aktiv mitarbeitet an der Fortentwicklung der Regulierung. Wir haben ja nun völlig neue Situation. Die Märkte verändern sich sehr schnell. Die Digitalisierung verlangt uns schnelle Entscheidungen ab. Und das kann man nur treffen, wenn man mit Verband zusammenarbeitet, wenn der Verband aber auch selber mitarbeitet und mithilft. Und das wünsche ich mir vom VATM, wie in der Vergangenheit, auch für die Zukunft. Ja, dass man weiter so engagiert bleibt wie in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, der VATM war in vielen Themen auch ein Innovationstreiber. Ich glaube, das brauchen wir in Deutschland. Wir brauchen Wettbewerb. Wir müssen aber natürlich insgesamt sehen, dass die Branche jetzt vor riesigen Herausforderungen steht. Gigabit-Netze stehen im Koalitionsvertrag, aber ich glaube, es wird ein hartes Ringen der gesamten Branche, das Ziel auch tatsächlich umzusetzen. Und da wird der VATM sicher ein gewichtiges Argument und ein gewichtiges Fund mit einbringen. Ich glaube, wir sind alle irgendwo gefordert, auch über unsere eigenen Rollen hinaus, die gesellschaftlichen Ziele nach vorne zu stellen. Ich glaube, der VATM und jede Interessenvertretung hat eine Berechtigung. Aber ich glaube, am Ende wird man nur erfolgreich sein, wenn das, was man von der Politik erwartet, nämlich ein Gesamtbild zu zeichnen und dann alle mit ins Boot zu nehmen, wenn das auch innerhalb des VATMs, in den Gesprächen mit der Bundesnetzagentur, innerhalb der Branche, mit der Konkurrenz so ernst genommen wird, dass man auch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle über den eigenen Schatten springt. Das erwartet man ja auch von der Telekom umgekehrt.